Willkommen bei OrgaTV. Hallo. Wir fangen auch gleich mit einem ganz aktuellen Thema an. Sag mal, Sandrine, hast du heute Morgen schon Nachrichten gelesen? Oh ja, und die waren ganz schön interessant. Und du, hast du auch gesehen? Ja. Und ihr findet sie auch interessant, genau. Genau. Was ihr so dazu gesagt habt, das zeigen wir euch jetzt. Weil wir haben euch befragt zu dem Thema. Ich meine, ihr könnt euch bestimmt schon alle denken, von welchem Thema wir sprechen. Und Benni, sag mal kurz so deine Meinung. Kannst du es? Also ich war ganz schön überrascht. Ja, ich hätte es nicht geglaubt. Wirklich nicht. Ich hätte es vorher absolut nicht für möglich gehalten. Und ich muss dazu sagen, ja, so ganz zufrieden bin ich nicht. Du sprichst aus meiner Erfahrung, ja. Also meine Worte sind das. Okay, ja. Dann würde ich sagen, zeigen wir euch mal das Video. Genau. Was sagst du zum neuen USA-Präsidenten? Nichts Gutes, aber in der Hoffnung, dass die Veränderung eventuell etwas Besseres bringt. Aber schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Wie kann man das nur in einem Satz und Worte fassen? Ich würde sagen, der größte Unterschied zwischen beiden ist, Hillary lügt aus Überzeugung, Trump lügt einfach nur, was Teil seiner Persönlichkeit ist. Sehr überraschend. Wahl zwischen Pest und Cholera, aber es ist auf jeden Fall trotzdem überraschend, dass Donald Trump dann letztendlich Präsident geworden ist. Er ist demokratisch gewählt. Es war die Wahl zwischen Pest und Cholera. Hillary Clinton gehört eigentlich ins Gefängnis. Ich würde sagen, also klar, es verdient, falls es demokratisch ist. Es wird sich zeigen, wie es für Deutschland am Ende ausschaut. Problematisch ist, dass Hillary natürlich mit unseren Politikern besser verknüpft war. Trump ist es nicht. Und es haben sich schon einige schlecht geäußert über ihn. Sehr traurig. Ja, soweit eure Stimmen. Sag mal, Sandrine, weißt du eigentlich, dass hier an der Uni auch gerade ein neuer Präsident gewählt wird? Echt? Wird der Uni-Präsident neu gewählt? Ja, der Professor Volker Linnenweber hört auf im nächsten Februar, weil er in Ruhestand geht und dann brauchen wir einen neuen. Ja klar, habe ich noch gar nichts von gehört. Und welche Kandidaten stehen so zur Auswahl? Also zum einen der Professor Dirk Behre, der sich dem Wissenschaftsbereich der Fertigungstechnik widmet. Und zum anderen der aus der Physik stammende Professor Uwe Hartmann. Und das sind die einzigsten zwei Kandidaten? Nein, aber die relevantesten zwei, weil sie bis jetzt im Wahlprozess sich mehr oder weniger als relevant herausgestellt haben, im Gegensatz zum dritten Kandidaten. Okay, ganz schön interessant. Und wie ist so die Situation im Moment? Ja genau, das ist der Grund, warum wir heute darüber berichten. Momentan gibt es eine Pattsituation, also die Wahl steckt fest und das ist eigentlich bisher noch nicht passiert hier an der Uni. Deswegen ist das Thema gerade so brisant und deswegen dauert die Wahl auch schon so lange. Das Ganze sitzt nämlich schon etwa, das ist seit 3 Monaten etwa im Gange. Deswegen hört man wahrscheinlich auch nichts davon und deswegen berichten wir jetzt hier davon. Unter anderem. Ganz schön interessant. Ja, der Patt hat die Ursache, dass die beiden wählenden Organe der Uni, einmal der Senat mit universitätsinternen Mitgliedern und einmal der Universitätsrat mit externen Mitgliedern, sich nicht einigen können. Der Senat möchte nämlich oder bevorzugt den Professor Dirk Behre und der Universitätsrat steht auf der Seite vom Professor Uwe Hartmann. Mhm. Ja. Es wird einfach vom Professor Dirk Behre erwartet, dass er die bisherigen Strukturen der Uni im Grunde belässt und vom Professor Uwe Hartmann, den der Universitätsrat bevorzugt, erwartet man, dass er Forschungsschwerpunkte setzt und die Uni ein bisschen umstrukturiert in Richtung Forschung. Und da gibt es so die Befürchtungen vom Senat, dass dabei halt auch die Wünsche der Politik bezüglich finanzielle Kürzungen möglicherweise mit umgesetzt werden. Ja. Also zwei ganz unterschiedliche Ansichten und Verfahren. Auf jeden Fall zwei sehr unterschiedliche Ansichten.
Aber bevor wir darüber genauer sprechen und weiter ins Detail gehen, zeigen wir euch einen kleinen Beitrag, in dem der Wahlprozess erklärt wird. Der Beitrag startet jetzt. An der Präsidentenwahl der Universität des Saarlandes sind zwei Organe der Uni beteiligt. Eines davon ist der Senat. Dabei handelt es sich um ein zentrales Organ der Ordnungsgebung, bestehend aus Vertretern verschiedener Universitätsmitgliedergruppen. Unter den 17 Mitgliedern befinden sich auch drei studentische Senatoren. Das andere Organ ist der Universitätsrat, bestehend aus universitätsexternen Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und dem öffentlichen Leben. Zu den Arbeitsbereichen des Universitätsrates gehören unter anderem längerfristige Entwicklungspläne, Studienordnungen und die Zuteilung von Finanzmitteln. Zusammen bilden sie je zu gleichen Anteilen eine Findungskommission. Diese schlägt zuerst drei mögliche Präsidentschaftskandidaten zur Wahl vor. In getrennten Wahlgängen geben jeweils die Senatoren und Ratsmitglieder der Findungskommission anschließend ihre Stimme ab. Erreicht ein Kandidat dabei über die Gesamtzahl der Stimmen eine Zweidrittelmehrheit, so ist er neuer Präsident der Universität des Saarlandes. Wird nach zwei Wahlgängen keine Zweidrittelmehrheit erreicht, so wählt die Ministerpräsidentin alleine einen der drei Kandidaten als Präsidenten aus. So, und die Zeichnung, die ihr gerade im Video schon gesehen habt, habe ich hier für euch nochmal abgezeichnet. Und Benni, jetzt erklär uns mal, wo genau stehen wir denn jetzt hier? Also wir sind noch mitten im Prozess der getrennten Wahlgänge, allerdings schon fortgeschritten. Der Senat, also die erste Wahl lief ins Leere, da gab es keine Zweidrittelmehrheit. Ja. Bei beiden Seiten, sowohl bei Senat und Universitätsrat. Beziehungsweise der Senat hat sich eben für den Dirk Behre entschieden und der Unirat für den Uwe Hartmann und es gab halt keine Einigkeit. Momentan hat der Senat aber auch schon den zweiten Wahlgang abgehalten und sich wieder für den Dirk Behre entschieden. Ja. Der Universitätsrat hat den zweiten Wahlgang noch nicht durchgeführt. Das heißt, wir befinden uns hier schon am Scheideweg, dass wir nicht diesen Weg gehen, den üblichen Weg zur Präsidentenwahl, sondern den Weg über die Ministerpräsidentin. Für heute wäre eigentlich auch ein Treffen angesetzt zwischen Senat und Unirat, ja, zur Unterredung über das Thema, aber das wurde wieder verschoben und ich sage wieder, weil es nicht zum ersten Mal verschoben wurde. So ergeben sich mittlerweile diese 3 Monate. Und warum wählt man nicht direkt diesen Weg? Ja, wenn die Ministerpräsidentin entscheidet, dann hat man halt die Befürchtung, dass die Entscheidung vielleicht stark von politischer Motivation beeinflusst ist, gerade auch zum Thema Sparpolitik, dass sie vielleicht dem Kandidaten was mitgibt, die Ministerpräsidentin. Und das könnte ja möglicherweise nicht im Sinne der Universität sein, vor allem nicht im Sinne der Studierenden. Da hast du recht, ja. Okay, interessant. Und wie soll das Ganze jetzt weitergehen? Ja, im Grunde, wie gerade schon gesagt, entweder entscheidet sich der Rat, der jetzt so ziemlich das Messer auf der Brust hat, eben für den Professor Dirk Behre und wir gehen in ordentlichen Wahlgang zum Präsident, so wie es bisher immer war, oder sie entscheiden sich dagegen und es läuft über die Ministerpräsidentin. Allerdings ist sich der Rat der Tragweite der Entscheidung durchaus bewusst und auch der Verantwortung, die sie damit haben. Und deswegen werden wahrscheinlich gerade Gespräche hinter den Kulissen ein bisschen geführt, um sich möglicherweise anzunähern. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, dass das neue Uni-Gesetz, das in 3 Wochen circa rauskommen soll, daran etwas ändert. Es könnte nämlich das Kräftegleichgewicht zwischen Senat und Unirat etwas verschieben. Das heißt, laut einer Pressemeldung des AStA soll sich das Kräftegleichgewicht in Richtung Senat verschieben.
Insofern, je nach genauem Ausfallen des Gesetzes, hätte der Unirat, würde ihm dafür die Verantwortung entzogen werden, sprich, wenn Sie noch 3 Wochen warten, dann sind Sie auch, falls die Entscheidung quasi später negativ aufgenommen wird, nicht schuld daran. Von daher müssen wir einfach am Thema dranbleiben. Okay. Bis jetzt kann man noch nicht genau sagen, wie es ausgeht, es bleibt spannend. Auf jeden Fall, klingt auch richtig spannend und vor allem, es war ganz schön viel Information. Ja, durchaus. Danke, dass du für uns so viel recherchiert hast und uns das so nett erklärt hast. Gerne, danke für deine Hilfe. Und ich würde sagen, machen wir mal mit dem nächsten Thema weiter. Gerne. Und zwar ist unser nächstes Thema das Flüchtlingsthema. Und hierzu lade ich dann einmal die Lisa ins Studio und dafür verabschiede ich mich kurz. Hi. Sobald das Mikro läuft, kannst du uns ja sagen, was hast du uns mitgebracht? Pavi und ich waren letzte Woche auf einem Theaterstück in St. Ingbert und die besten Szenen daraus haben wir euch mitgebracht. Toll, und worum handelt das Theaterstück? Das Theaterstück geht um das Thema Flucht und zwar von dem Weg von Syrien bis nach Deutschland und zeigt eben die Emotionen der Flüchtlinge ziemlich gut auf. Klingt ergreifend. Hat es dich sehr berührt? Ja, es war ziemlich berührend, weil man sich durch die emotionale Gestaltung des Stücks eben total gut in die Situation einfühlen konnte und die arabischen Musikszenen dazwischen haben das Ganze eben noch verstärkt. Okay. Dann bin ich jetzt auf die Ausschnitte gespannt und die werden jetzt auch eingeblendet. Es ist ein bisschen traurig und alle zusammen macht es auch echt Spaß. Ja, dass man die Emotionen einfach zeigt und dass die anderen Leute das verstehen. Also ich fand es am Anfang so ein bisschen komisch. Ich habe eigentlich nicht ganz gewusst, was jetzt Sache ist. Aber dann so nach den ersten 10. Warum bin ich hier? Ich will einfach wieder leben. Warum bin ich hier? Ich will unabhängig sein. Natürlich, ja, das war ganz echt. Und ich habe das alles erlebt. Aber das freut mich auch, wenn ich das mit anderen Leuten teile, dass sie kennen, was haben wir schon erlebt. Begrab euren Hass. Was?
mutig, aber ohne Hass. Sehr berührt. Es hat mir gut gefallen. Ich wusste am Anfang nicht, was ich damit anfangen soll, aber es hat mich echt berührt. Es war stelleweise schwere Kost, wo man dann denkt, irre, dass Menschen, die das wahrscheinlich erlebt haben, das so spielen können, also auch ohne diese Emotionalität zuzulassen. Extrem tief. War's. Aber auch lustig. Lustig war es. Es war eigentlich alles drin, was man so braucht für einen schönen Theaterabend. Ich hatte auch manchmal so kurz Angst bei der einen Szene, mit dem, wo die geflüchtet sind. Und ich fand es auch schön, wie die Flüchtlinge das halt rübergebracht haben. Weil man muss sich halt auch vorstellen, die sind ja selbst so gesehen in der Situation gewesen. Und wenn man schon so ein bisschen bei der Sache Angst hat im Theater. Und da muss man sich mal vorstellen, was die dann erlebt haben. Das ist dann schon krass. Und ich fand es schön, wie die Gefühle rübergebrungen haben. Und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ich habe noch nie irgendwie mal geschauspielert oder sowas und ich wollte es immer schon mal machen und ich wollte mich auch irgendwie ein bisschen bei den Flüchtlingen halt mal so auch integrieren, kann man ja eigentlich sagen. Und deswegen wollte ich mir das einfach mal anschauen. Ich habe das von der Hanna, die das ja mitorganisiert hat, gehört, dass es das gibt und bin dann einfach mal vorbeigegangen, freitags nach der Schule und habe mich einfach mal vorgestellt. Eigentlich hatte ich gesagt, ich mache Musik und Tanz. Das gab es jetzt ja auch ein bisschen, aber das Schauspielern hat dann so gut geklappt, dass ich dann gedacht habe, bleib ich dabei. Die Diktatoren haben die Freiheit abgeschafft. Das Militär hat auf ihre Befehle diese Freiheit mit Füßen getreten und mich in eingesperrt und eingeschossen. Das Theater interessiert mich sehr. Ich bin auch Schauspieler. Ich war in Syrien ein Theaterschauspieler. Und ich mag das und ich liebe das. Ich mache durch Theater Integration, also deutsche Sprache lernen und auch mit deutschen Menschen kontaktieren. Das ist sehr wichtig, glaube ich. Ja, ja, ganz schön interessantes Theaterstück und vor allem sehr emotional. Übrigens, das Theaterstück hieß Nie wieder Hass und wurde in St. Ingbert von der Gruppe Schams aufgeführt. Und Benni, wie geht's jetzt nochmal weiter? Thema Bewerbung. Ach, stimmt, ja. Ja, hast du dich denn schon mal beworben? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich noch nicht so oft beworben. Ein, zwei Mal, hat auch zum Glück immer gut funktioniert. Und ich habe jetzt aber vor, nächstes Semester ein komplettes Praktikumssemester zu machen. Und dafür muss ich mich dann halt auf jeden Fall bewerben. Und du so? Ja, also ich habe mich sehr, sehr oft schon beworben. Hat auch zu zwei Praktika und einer Werkstudentenstelle geführt. Cool. Danke. Und ich muss aber sagen, es war für mich jedes Mal trotzdem nicht leicht. Also man will ja die Stelle immer haben und ist deswegen trotzdem aufgeregt und will alles richtig machen. Und ich glaube, anderen geht es auch so. Ich glaube auch, ja. Allgemein so Bewerbung schreiben ist gar nicht so einfach. Ja, ganz meine Meinung. Deswegen hat euch die Sandrine einen tollen Beitrag zusammen mit unserem Team gemacht und den zeigen wir euch jetzt, genau. Musik.
Können Sie sich und Ihre Aufgabenfelder sowie das Career Center einmal kurz vorstellen? Mein Name ist Miriam Bilke. Ich arbeite mit meiner Kollegin Sarah Fitsch hier im Career Center an der Universität des Saarlandes und wir sind zuständig für die Studierenden der Universität, die ja die erste Praxiserfahrung oder auch die zweite, dritte Praxiserfahrung machen mögen und aber auch für die Absolventen der Universität, die eben an der Schnittstelle zum Übergang in den Beruf sind. Okay, cool. Wer nutzt das Angebot des Career Centers so und kann man sagen, dass es eine Fachrichtung gibt, die es mehr nutzt als eine andere? Nutzen tun das die Studierenden auf der einen Seite, die Absolventen, aber auch die wissenschaftlichen Mitarbeiter oder Doktoranden. Doktoranden eher am Ende der Phase, wenn sie feststellen, sie wollen eben aus dem Forschungsbetrieb doch in den Unternehmensbereich. Und die wissenschaftlichen Mitarbeiter durchaus auch, wenn da eine Umorientierung stattfindet. Aber hauptsächlich sind es tatsächlich die Studierenden und Absolventen und das geht eigentlich quer durch alle Fachrichtungen der Universität. Man kann also nicht sagen, die Ingenieure oder Informatiker nutzen es stärker als die Geisteswissenschaftler oder die Betriebswirte. Die kommen eigentlich alle in etwa gleich verteilt. Für die BWLer ist es einfacher, einen Praktikumsplatz zu finden, weil die BWLer klar definierte Berufsfelder haben. Also sie können einen Schwerpunkt legen im Bereich Marketing, Personal, Bankbetriebswirtschaftslehre, Controlling. Bei den Geisteswissenschaftlern zum Beispiel sind die Berufsfelder dadurch nicht so klar definiert. Mhm. Da studiert man Sprachwissenschaft, Romanistik oder Anglistik und ist nicht so festgelegt auf einen Schwerpunkt. Und deswegen tun sich die Firmen häufiger schwerer damit, Praktika für die auszuschreiben. Der Hauptproblempunkt ist tatsächlich das Anschreiben. Der Lebenslauf ist einfach ja so eine kleine Hilfestellung. Ist klar, der ist immer chronologisch. Womit fängt man an? Also eher in der angelsächsischen Variante, das Aktuelle nach vorne. Und dann zeigt man noch so 2-3 Tricks, worauf es ankommt. Aber richtig schwer tun sich die Studenten, aber auch die Absolventen tatsächlich mit dem Anschreiben selbst, weil sie auch nicht lernen, Ausschreibungen zu lesen. Und man verfällt dann sehr leicht irgendwie in den Prozess, den Lebenslauf wieder zu erzählen oder wiederzugeben. Und das ist aber ja nicht das, was der Personaler eben erwartet, sondern die haben ja einen bestimmten Hintergrundgedanken, wenn sie eine Ausschreibung formulieren. Und da ist es eben wichtig, auch mit einem Textmarker durchzugehen und einfach mal zu gucken, was sind denn eigentlich für Fähigkeiten, für Kenntnisse gefragt. Und gefragt ist eben immer, diese Kenntnisse aufzugreifen, zu sagen, die habe ich und das kann ich eben beweisen, weil, und da den Bezug zum Lebenslauf herzustellen. Und das ist tatsächlich eine Schwierigkeit, das lernt man nicht im Studium, da muss man sich so ein bisschen rantasten und erste Erfahrungen sammeln. Und das ist eigentlich so das, wo wir im Bewerbungsmappencheck die meiste Zeit drauf verwenden, den Studierenden zu erklären, wie man das macht und wo man da eben nachbessern kann. Kann ich aus Erfahrung sprechen. Sie sehen dann auch wahrscheinlich die größte Schwierigkeit im Anschreiben selbst, in der Bewerbung. Ja, also im Anschreiben und dann eben nochmal ganz besonders, wenn es keine Ausschreibung dazu gibt, also sprich die Leute sich initiativ bewerben, weil dann muss man ja irgendwie einen Weg finden, sich zuerst mal so eine kleine Ausschreibung zu basteln, die auf das Unternehmen passen könnte, damit man auch eine gute Chance hat, mit einer Initiativbewerbung eben einen Praktikumsplatz zu finden oder eben auch eine Absolventenstelle. Konnten Sie im Laufe der Zeit so eine bestimmte Entwicklung im Bewerbungsprozess feststellen und können Sie auch schon so einen Trend für die Zukunft vielleicht so voraussagen? Was wir im Moment so ein bisschen merken, ist, vom Layout, von der Grafik her, gibt es immer so bestimmte Moden. Da war es in den letzten Jahren total in, dass jede Bewerbung ein Deckblatt haben musste. Da geht man eher nochmal von weg. Stattdessen, je nachdem, in welchem Berufsfeld man sich bewirbt, wird tatsächlich erwartet, dass die grafisch ein bisschen aufbereitet sind,
bis hin zu kreativen Berufen, wo plötzlich kreative Icons irgendwie im Lebenslauf eingebastelt werden. Also da ist es nicht mehr der Bindestrich, sondern irgendwas Besonderes. Mhm. Nichtsdestotrotz lässt sich das nicht verallgemeinern. Also wenn man sich in einer Steuerberatung oder bei einer Rechtsanwaltskanzlei bewirbt, dann sollte das nach wie vor eine sehr konservative Bewerbung sein. Also da muss man so ein bisschen von Berufsfeld zu Berufsfeld schauen und dann auch die Bewerbungsunterlagen anpassen. Was wir so ein bisschen merken ist, es gab bei den Mittelständlern teilweise auch den Trend auf diese typischen Online-Bewerbungsmasken, wie sie die Großen haben, umzuschwenken. Und da sehen wir tatsächlich, dass das nochmal rückläufig ist. Also da wird wieder eher die individuelle Bewerbung gesehen und nicht so dieses, ich gebe eben alles in eine Maske ein, weil wir den Verdacht haben oder die Vermutung haben, dass die Firmen merken, dass die Studierenden, die Absolventen sehr homogen sind und man doch diese Bewerber individuell nochmal begutachten muss und betrachten muss, weil man sonst ganz leicht wohl auch daneben liegen kann. Okay, gut, super, dann vielen Dank. Gerne. Und tschüss. Also wir bieten noch relativ viele Trainings an, wo auch noch Plätze frei sind, zum Beispiel über Xing und LinkedIn-Strategien, aber auch Assessment Center. Wir haben noch eine Veranstaltungsreihe, die heißt Karriere in unserem Unternehmen. Da kommen Firmen auf den Campus und stellen sich vor. Was haben wir noch alles? Kriege ich gar nicht alles zusammen. So viele Angebote sind das. Einfach unter www.uni-saarland.de/career-center gucken und dort auf die Veranstaltungen gehen und sich noch anmelden. Ja, ziemlich interessante Tipps waren das. Und an dieser Stelle auch nochmal vielen herzlichen Dank an Frau Birke Perkams. Und wenn euch das Video gefallen hat, solltet ihr auf jeden Fall nochmal in den nächsten Sendungen reinschalten, weil das hier waren nur die ersten Bewerbungstipps, aber es wird noch viele weitere geben, die euch hoffentlich bald bringen. Ja, also kann jeder gebrauchen eigentlich. Auf jeden Fall, ja. Und ich finde es auch toll, dass es dieses Angebot vom Career Center gibt. Ist eigentlich auch für jeden was, so wie unsere Bewerbungstipps. Und damit wären wir eigentlich auch schon am Ende der heutigen Sendung angekommen. Und vergesst die Likes nicht. Abonniert unsere Facebook-Seite. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Genau. Bis nächstes Mal. Tschüss von uns. Ciao. Und Daumen hoch und denkt an die Abos.